Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer neuen infizierten Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz infiziert mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Infected-Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter. Ihr wollt supporten. Ganz easy bewerten, gerne kommentieren. Da ist der Bus. Ich muss die Leute vor den Symbionten schützen. Ich kümmere mich schon drum. Ich kümmere Bleib mich schon. Im Bus. Einfach drin bleiben. Spider-Man macht die Show. Und jetzt reißt den Bengel da raus. Oh, das ist noch so ein Zungenmann. Von allen Seiten werde ich hier direkt wieder bombardiert. Guck, guck. Und bam. Tja, da war erstmal ein Konter drin. Alter, schön hier gegen den Hotdog-Wagen geprügelt. Boah, die haben sogar Brezeln. Geil. Und irgendwelche krassen, heißen Toasts oder sowas. Die Gegend ist nicht sicher. Wenn ihr nirgendwo Zuflucht findet, steht Feast für jeden offen. Vielleicht bist du ja doch nicht so schlecht. Danke. Ist kein Toast, ist ein jüdisches Miles, Gericht. Wir müssen reden. Wem sagst du das? Überall tauchen Nester auf. Ich schick dir die Koordinaten. Gut. Pass auf dich auf, Mann. Boah, jetzt müssen wir erstmal hier... Das ist echt schlimm. New York clean, hä? Huh? Uff, was geht hier unten ab? Harry! Ich finde dich, Kumpel. Ich finde dich irgendwo. Wow, 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 hey! Alter, hier ist ja voll die Armee. Spider-Man, du musst hier eine Menge Symbionten verdingeln. Okay, der ist erledigt. Ich sollte mit Miles reden, bevor alles noch schlimmer wird. In welchem Gebiet bin ich denn gerade? Immer noch im Gebiet, wo man eventuell einen Bot finden kann. Den ich niemals finden werde. Der ewige Spider-Bot. Okay, wo müssen wir hin? Da oben hin. Times Square, da wo Kraven von Venom getötet wurde. Immer noch mit einer der krassesten Dinge im gesamten Spiel. Hinten leuchtet auch irgendwas rot. Rot sind ja eigentlich immer die Nester, ne? Ist hier ein Nest? Also sehen tue ich schon mal keins. Aber in den Gebäuden hängen natürlich auch ganz viele Symbionten. Boah, Alter, da kommst du ja gar nicht hoch. Ne, kommst nicht hoch. Moin, Jungs. Boah, machen die Damage. Ein Treffer und du bist richtig am Sacke-Dudel. Okay, hier komme ich hoch. Der Anzug ist kein Alien, oder? Zeit für ein Miles Morales Original. Weißt du? 1:1. Sieht gut aus. Was ist los, Mann? Harry hat den Meteoriten. Ich konnte ihn nicht stoppen. Connors meint, wir können ihn nicht retten. Wir müssen. Ich darf ihn nicht verlieren. Nicht nochmal, Miles. Ich sah mehr, als ich in deinem Kopf war. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Sie wollte dich retten. Sie wollte uns alle retten.
Sie hat nie an sich gedacht. Auch nicht, als sie kaum atmen konnte. Wenn May, mein Vater, wenn sie hier wäre, sie würden nicht wollen, dass wir an sie denken. Sondern, dass wir Menschen helfen. Und kämpfen. Harry ist noch da drin. Und wir werden kämpfen, um ihn zurückzuholen. Dann sag an, Coach. Okay. Wir teilen uns auf. Und schwärmen aus. Du findest den Meteoriten. Ich räume das Nest. Alles klar, Spider-Man. Ist das sein letzter Skin gewesen? Ne, es fehlt immer noch einer. Was ist das für ein cooler Höllenskin? Also den Skin finde ich gar nicht nice. Wo ist er denn überhaupt? Das ist so irgendwie Seiten auf Spider-Man, aber oben ein bisschen Yum-Yum. Hm. Vielleicht nochmal hier so ein bisschen Anti-Venom-Style? Oder Full-Venom? Dann legen wir mal los. Gut, Spider-Man. Let's do it. Ich muss mich beeilen und weiter zum nächsten. Okay, wenn wir das jetzt zerstören, kommt das nächste direkt, oder wie? Alter, jetzt haut das Spiel nochmal richtig drauf. Der Countdown kann beginnen. Das hat dich wohl erschreckt, hä? Alter! Es muss ja echt wichtig sein, wenn du dich deshalb so zur Wehr setzt. Wow. Hier haut dir der Pfeil mal richtig rein. Bam. Bam. Oh, was? Venom. Hallo? Wow, 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 wow. Was ist das? Ich hänge irgendwo. Oh, Alter. Wo kommt diese Stimme her? Sie dürfen nicht zum Herzen. Ich kenne ihn nochmal schon mal. Quasi Profi darin. Bam. Yes, Baby. Wie läuft's denn, Spider-Man? Das Nest ist fast gesäubert. Aber Pete, ich höre diese Stimmen. Ich höre sie auch. Such weiter nach dem Meteoriten. Lass dich nicht verwirren. Das ist nicht Harrys Stimme. Stimmt. Du hast recht. Ruf an, wenn du fertig bist. Konzentrier dich, Pete. Boah, hier. Also meine Venom-Moves mögen die anscheinend gar nicht. Seinen E-Moves ist Miles halt richtig derbe, ne? Lass mal den Schützen da wegholen. Euch läuft die Zeit davon! Creepy Venom. Na, die Elektro-Moves sind halt mega strong. Wir alle hier symbiontik unterwegs sind. Symbiont prügelt auf Symbiont. Noch 10 Sekunden! Das muss funktionieren! Warum braucht ihr denn überhaupt so lange, um zu chargen? Was ist der logische Grund dahinter? Ihr wisst es, ihr wisst es. Das war's! Aber das Herz... Miles, wir brauchen... Es ist noch da.
Spielt ihr das Ding jetzt echt mit mir? Komm zu uns. Was zur Hölle? Wo bin ich? Du bist zu Hause. Alter, heftig. Ich bin endlich da, wo ich hingehöre. Geschieht das mit den Leuten, die zu Symbionten werden? Hier bist du sicher. Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf! Wo geht es hier raus? Boah, das sieht so ultra krass aus, ne? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Du, Peter, wir. Ich gehöre hier nicht hin. Du auch nicht, Harry. Komm schon, Miles. Komm schon. Lass dich vom Unheil bringen uns, Peter. Das ist der falsche Weg, Harry. Das weißt du! Pete und ich! Wir werden dich retten! Nein, wir werden dich retten. Nein, wir werden dich retten. Ist das Herzen hier? Ultra. Einfach nur ultra, wie das Ganze aussieht. Ja, Game of the Year. Ich spüre den Symbionten. Haley? Was zeigst du mir da? Bitte, komm zu uns. Ja. Raus. Haley ist in Gefahr. Pete, der Meteorit. Unter der U-Bahn-Station in Harlem, neben der Brücke. Bin unterwegs. Aber warte auf mich, Mann. Harry. Crazy Peter. Crazy Pete. Er ist hinter dir her. Ich muss zu Haley. Warte auf mich, ja? Wow, wow, langsam. Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Ich habe eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist dort? Ich mein's ernst, Pete. Gib mir 10 Minuten. Du schaffst das nicht allein. Gut, ruf an, wenn du fertig bist. Sorry, Miles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen kleinen Skinwechsel. Klassischer schwarzer Anzug. Aber doch nicht der mit dem Anti-Venom, oder? Hm. Wenn mit dem Anti-Venom-Anzug immer... Ah, das ist der richtige Anti-Venom. Bin aber trotzdem mit dem nicht so richtig zufrieden. Ach, ich wünschte, man könnte mal den Anti-Venom in Persona sehen, weil es sieht halt vom Design hier ultra sick aus. Da gab es immer eine Statue von XM Studios, die ich immer haben wollte. Aber... Da ist der Eingang zur U-Bahn! Bestimmt hat Miles recht. Und der Meteorit ist dort. Ich muss nur die Brücke freiräumen. Mittlerweile ist das Ding halt so toll, dass man es nicht leisten kann. Ich lasse ihn nicht an euch ran! Harry! Venom! Ich weiß, du bist hier! Du hast uns gefunden. Ja, ich bin hier, Kumpel! Hilfe. Ich weiß! Halt einfach durch! Ich komme! It's a trap, baby. 100% it's a trap. Babut. Ey, der will einfach nicht draufgehen.
Was mit dem da? Sind da noch welche? Komm zu Spidey. Komm schon, komm schon! Sie kommen aus dem U-Bahn-Tunnel! Oh, der Meteorit muss unter der Erde sein! Gerade so weit, aber... Wow. Dunham! Bitte, rede mit mir! Ich muss in die Tunnel, aber ich kann die Leute nicht zurücklassen! Bam! Bam! Look at this. Zehe Drecksviecher seid ihr. Und aus mit dir. Ja, natürlich. Zwei von euch, oh, nicht come jetzt. On. Ich habe keine Zeit für sowas. Vielleicht. Nein. Reiß dich zusammen. Gleich geschafft. Harry! Kannst du mich hören? Ich finde dich, Kumpel. Ich komme. Bleibt einfach unten. Ja, die sehen so grob aus, ne? So, der U-Bahn-Tunnel. Hey, ist alles okay mit Haley? Noch nicht! Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten! Halt durch! Haley! Nein! Was machst du denn hier? Ich wollte dich retten. Du bist unglaublich. Ich mag dich so sehr. Und ich glaube, du magst mich. Möchtest du ausgehen? Auf ein Date? Ist das ein Ja? Dann ist es ein Date. Wenn das hier alles vorbei ist. Bin unterwegs! Pete? Harry! Hier ist Harry. Hinterlass deine Nachricht. Hey, Kumpel. Ich habe mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry. Ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum. Unser Traum, die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Oh Mann. Miles kann sich mit Aliens batschen und New York retten. Aber wenn es darum geht, ein Mädchen auf ein Date zu fragen, ne, das ist halt wirklich hardcore. Warum geht der Deckenjump nicht? Das ist halt wirklich richtig, richtig hardcore Stuff. Der Glibbertunnel, Alter, wie das alles aussieht. Einfach nur ultra heftig. Krass. Venom hat New York gefressen. Und zwar so richtig. Aber
Boah, da drüben rennen ganz viele Symbionten rum. Hier machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Heute kommt das Finale. Wir ziehen es heute natürlich komplett durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.